Wir haben es ja gehört, die Termine stehen noch nicht fest. Aber wir wünschen natürlich Sprout alles Gute. Ja, und Atex wünschen natürlich auch alles Gute, dass sie auch wieder aufsteigen. Das wäre so der Traum, weil Atex meiner Meinung nach eigentlich gut genug, um international sich auch auf dem Level eigentlich zu halten. Ja. Mit dem Lineup. Es geht aber jetzt in die Knifefront und damit herzlich willkommen. Zweite Partie an diesem heutigen 7. Spieltag. Es geht langsam auf das Ende zu. Atex kann hier noch ein bisschen Kosmetik betreiben mit dem Ergebnis und sich natürlich auf Platz Nummer 2 festigen. Ja, ein Sieg würde, glaube ich, schon reichen. Wenn ich mich nicht irre. Kommt drauf an, wie jetzt die Konkurrenz gespielt hat. Also da kann eigentlich fast gar nichts mehr schief gehen, nee, muss man sagen. Also Sprout ist es schon mal sicher. Die werden auf jeden Fall auf 1 oder 2 landen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Wie gesagt, es hängt eher noch an der Konkurrenz, wo dann Atex am Ende landet. Aber zwei Siege wären auf jeden Fall nicht schlecht. Aber gegen Expert keine leichte Sache. Expert darf es nicht unterschätzen. Wie gesagt, Preet ein unbeschriebenes Blatt. JDC und Andy sich auch langsam in der deutschen Szene gut etabliert. Und Skrunk ist natürlich immer einer, der ein Team nach vorne pushen kann, taktisch. So wie natürlich auch von der Motivation her. So, es geht auf jeden Fall sehr schnell nach vorne. Atex reißt den Raum hier Richtung kurz auf. Es ist Skrunk nochmal, der umzingelt wird mit der P2000. Hat er natürlich auch den Distanzvorteil, boah, und gibt hier direkt nochmal eins Gesicht. Leute sagen, dass Tapsen auf die P2000 gewechselt ist, weil Xantaris damit so gut gespielt hat. Vielleicht liegt es aber auch an Skrunk, man weiß es nicht. Ja. Du bist jetzt hier an Lang im Duell mit der P250. Andy wartet da noch ein bisschen ab. Jetzt ziehen sie einfach zusammen durch. Rum, nicht durch. Und der erste Frag ist schon mal getan. Ja, trotzdem, sie müssen auch retaken. Cressy macht das gut, der sucht nämlich das Duell. Beide kommen über Lang. Ah, da ist die Munition leer. Das heißt, es liegt jetzt erstmal dem Spieler Richtung Kurz, das Ganze hier zu verteidigen, weil Cressy nachziehen muss. Und der hat noch eine Smoke vor sich liegen, sondern wird hier defused. So, Preet zieht einfach durch. Ziehen die nicht rum? Ziehen die nicht rum? Wo ist der Spieler? Okay, sie fallen halt beide um, aber wo war der Spieler Richtung Kurz? Ich glaube, er hat es nicht mitbekommen. Die haben nicht den Call weitergegeben, dass da defused wird. Kleines Kommunikationsproblem bei Atex, was am Ende bestraft wird. Ja, vorher bleibt er da so cool und wartet einfach, bis sie, oder weiß einfach, dass sie nicht durchziehen. Da eigentlich schon sehr viel Zeit rausgeholt, aber dann am Ende so knapp nicht mehr geschafft. Aber trotzdem hat man jetzt hier auch mit 2 AKs, es sieht fast so aus, als wenn beide Teams hier die Pistol Round gewonnen hätten. Ja. Auch sehr beliebt geworden in letzter Zeit, dieser Buy, wenn man halt sehr viel Schaden gemacht hat. Also zwei oder drei, oder wenn man 3 Spieler auf der CT-Seite rausnimmt und die Bombe geplantet hat, kauft man sehr gerne dieses Setup. Also eine Scout, AK, eine Galil, genau, sowas in der Art. Also es ist schon ein sehr guter Buy, muss man sagen. Vor allem, weil das gegnerische Team in diesen Fällen dann meistens auch nicht so viel Geld hat und dann eben auch nur mit Scouts, UMP, Farmers rumläuft. Von daher kann das immer sehr viel Damage machen. Und ich glaube, es war auch letzte Woche, da hat Snax auch unglaubliche Shots mit der Scout getroffen. Also der hat da nur Headshots gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Auch auf das 2. Deswegen mal sehen, was er hier heute noch abliefern wird. Boosty hat es ja erst schon gemacht. Mal gucken, ob auch er da anschließen oder anknüpfen kann als AWP-Spieler. So, es geht auf Contact Richtung Lang. So, da steht Chris K. bereit. So, Scout in den Händen, JDC über den Pit mit dem Backup. Und damit läuft Atex hier, ja, ins Leere. Gerade ist nur noch Slacks und der ist down. Der war noch in der Mitte unter, nee, der war noch Richtung Lang unterwegs. Und da macht Chris K. kurzen Prozess und gewinnt das Scout-Duell. Damit das 2:0 für Expert. Und du hast es gerade erwähnt, Flawless, ja. Da gibt es wieder die Kamerafahrten. Ein Träumchen ist das hier mit geil, dem ne? Und Stats. Stats sind auch immer wichtig. Und ne? Stats. So, es geht Richtung Langkontrolle. Bei Atex geht es erstmal Richtung Cutters. Die haben nur Pistolen, keine Kevlar, nur eine Flashbang dabei und die ist bei Dude. Die Granate kam schon mal ganz gut dagegen Mitte reingeflogen. Und das ist ein perfekter Call, der da kam. Skrunk direkt mit dem 3K, der räumt die Mitte auf. Die gehen auf Contact nach vorne. Vielleicht sollte eigentlich in die Mitte kommen, dann wollten sie explodieren mit 4 Mann. Und er wird von Skrunk einfach direkt dicht gemacht. Ja, da kommt er sogar einfach noch weg, ohne da sein Leben lassen zu müssen. Und jetzt ist es das Team um Mantu, der hier jetzt mit Slacks nochmal unterwegs ist. Preet smoked sich jetzt nicht nochmal ab.
hat da schon ein bisschen die Angst, dass er direkt überlaufen wird. Andy wäre aber auch mit der Flash da gewesen, von daher gute Kommunikation bei den beiden. So, jetzt kommt, wo er Smoke, das Backup hat, genau, kann er auch absmoken. Und Attex hofft jetzt einfach, dass ihn vielleicht nochmal jemand reinläuft, die, sie undiszipliniert werden, aber Skrunk hat seine Mates hier nicht an der langen Leine, sagt einfach, Jungs, bleibt cool. Wir machen die Frags schon. So, dafür steht Andy in der Mitte bereit. Skrunk auf 8 HP. Jo, der war nett auf jeden Fall. Damit fällt der erste. Trotzdem, Skrunk steht immer noch bereit, um da unten weiter gegen zu halten. Chris Kahn, der anderen Scout. So, sie kommen hier nicht raus. Sie sind immer noch in der Mitte, wollen es jetzt nochmal Richtung Kurz versuchen. So, wie weit kommt man hier an Chris Kahn vorbei? Das ist die große Frage. Der wartet nämlich an der Headshot-Rampe. So, Smoke liegt gut, 16 Sekunden jetzt durch. Nur Bombe legen, das ist das Ziel. Alles andere ist nebensächlich, das ist keine Priorität. Die Flashbang kommt gut, der Schaden wird gemacht. Und den Blend kriegen sie auf jeden Fall noch durch. Ja, der kommt durch und damit haben sie eigentlich alles erreicht. Die Runde, was sie noch hätten rausholen können. Da ist der Diffuse und damit die Runde. Ja, das ist dann eigentlich doch wieder ein bisschen unsauber von Expert. Also da sind sie im 5-on-2 und verlieren dann noch einen, das ist okay. Aber wirklich den Bomb-Plant noch abzugeben, das war ein bisschen zu viel des Guten. Also safe spielen hin oder her. Aber jetzt geht es natürlich in den Ball bei Attex. Und Slax hatte auch schon die AWP Richtung lang angelegt. Ne, Mantu ist es. Ja, ist einfach mal Topspawn ausnutzen. Spawn, genau. Mal gucken, ob er das hier schafft. Ist auf jeden Fall sehr schnell da. Die Chance ist da, da einen Kill zu setzen. Und er kriegt ihn auch. Am Ende muss Skrunk hier ins Gras beißen. So, jetzt wird die Waffe direkt gewechselt. Und einfach nur noch die Rifle Richtung lang stehen gelassen. Riesen Vorteil für Altered Attacks. Direkt am Anfang von Runde Nummer 4. Ja, genau. Die Langkontrolle, die Expert eben schon in den ersten Runden so favorisiert hat. Da wird man jetzt ein bisschen paranoid werden. Man sieht schon, einfach nur ein Spieler ist noch auf A. Die anderen sind schon zu zweit auf dem B-Spot. Denn wenn man einmal den B-Spot eingenommen hat als T, ist es unfassbar schwer, den noch zu retaken dann auf der CT-Seite. Also ich kenne bisher nur ein paar Handvoll Teams, die das wirklich sehr gut retaken können. Und dazu gehört G2 Esports, Vitality und Team Liquid. Das sind so die Teams, die haben B-Executes oder B-Retakes einfach durchgespielt. Besonders Vitality und G2. Aber ich glaube, die haben den B-Spot auch auswendig gelernt. Ja, die haben das 2 komplett auswendig gelernt. So, Chris K. steht bereit mit der Ave. Ah, verschießt er. Nachgang, trifft er. So, nochmal die Suche nach dem Kopf, aber die Bombe kann trotzdem geplant werden. Und damit ist eine Retake-Situation für Expert nicht leicht. Man hat noch Granaten dabei, aber hat auch noch ein bisschen Stuff zum Retaken bei Expert. Das könnte noch in beide Richtungen gehen. Außer Mantu passt ja auf, Mantu mit dem zweiten hinterher. So, und dann ist das Backup gegeben. Andy kann zwar nochmal den Refractor holen, aber trotzdem das Kreuzfeuer bzw. auch das Backup Richtung Kurz steht hier wie eine 1. Ja, da hat Chris K. ein bisschen zu wenig gefunden. Mit zwei Leuten wäre das vielleicht noch was geworden. Aber am Ende war einer zu wenig. Cressy sogar noch in der Lurk-Position erfolgreich hier. Na, die AWP auch noch rausgenommen. Ja, damit wird gekauft. AWP auf beiden Seiten. Und natürlich die Doppel-AWP bei Expert, so wie es aussieht. Direkt von Anfang an, JDC wird auf der Deagle bleiben. Und Chris K. und Andy setzen direkt auf das lange Rohr. So, und Expert wieder mit Langkontrolle. So, Slack soll vorgeschickt werden an der AWP. Oh, der hat gutes Timing. Damit eine Waffe weg, kann aber von JDC gepickt werden. So, der Knabe als Backup unterwegs, dass die Waffe bloß nicht verloren geht. Aber trotzdem, die Kontrolle Richtung lang ist weg. Die gehört Attex. Ja, die ist wirklich weg. Mit den zwei AWPs, da müssen sie eigentlich schon fast ein bisschen früh auf die Duelle gehen. Weil eben, wenn man da so short durchgeht bei Attex, dann ist ein Frag oder so zu wenig. Jetzt spielt man aber bei Attex doch vielleicht wohl über lang an. Mhm. Haben sie bisher noch gar nicht gemacht, aber natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man da mit den Smokes arbeitet, die AWPs bei Expert ein bisschen rausnimmt. Und da kommt jetzt auch schon die CT-Smoke. Ja, nochmal ein Molotov und
Sie warten zu zweit Richtung Mitte bzw. Richtung Kurz. Also sie zwingen jetzt sozusagen Expert, nachdem sie den ersten Spieler verloren haben, direkt in dieses sehr frühe 4-0-Setup. Also wirklich einfach nur den A-Spot dicht machen und sollten sie die Runde verlieren oder die Runde auf B gehen, safen sie einfach. Aber die werden einiges zu tun haben jetzt gleich bei Expert. Das gleiche geht auch bei Attacks. Es geht nämlich jetzt langsam durch den Spot nach vorne. Wie gut ist die Flashbang, die von Expert hereinkommt. Man dreht sich weg, also hier gibt es erstmal kein Durchkommen. Das heißt, Preet kann einfach nur die Kante annehmen. Hat aber immer noch JDC dabei. Mantu findet die Eröffnung, die kommen nämlich verzögert über kurz hinterher. Refrag von Cressy und jetzt liegt es an JDC. Nö, da ist direkt Slacks mit der AWP am Start und das war's. Also, sie haben einen guten Riecher am Ende, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, am Ende die Runde hier klar zu machen, obwohl der Riecher von Expert hier perfekt war. Ja, aber da wird auch wirklich sehr gut kommuniziert, einfach bei Attacks. Da liegt eine verworfene Smoke, beziehungsweise man hat keine zweite. Kommuniziert das aber, alle wissen, okay, wie spiele ich jetzt um diese Smoke rum, so. Mhm. Weil eigentlich ist das immer eine gute Möglichkeit für die CEDs, da einen Frag zu holen. Aber LTX löst das perfekt, schickt da einen vor, Mantu macht den Frag von Short und so schnell kann man dann dieses eigentlich gute Setup von Expert dann doch zunichte machen. So, Chris K. da nochmal unterwegs, geht natürlich jetzt nur um Schaden. So, JDC direkt rausgenommen, vielleicht kriegt Chris K. da noch was, der unten, der Spieler mit Low AP, jo, den nimmt sein Mate mit, Refrags kommen hier aber rein und da lassen Slacks und Cressy nicht viel anfangen. Trotzdem, Preet nochmal mit der Antwort in der Mitte, aber das war's dann auch hier aus der Traum. Zwei Waffen rausgenommen für eine Full Eco, absolut im grünen Bereich, absolut in Ordnung. Expert wird in der Runde hier wieder kaufen. Na, diesmal wird es aber nicht für eine AWP reichen. Höchstens Andy könnte da eine holen. Und man geht sogar in die Full-Eco. Also da wird... Oha. So, Grüße gehen raus. Ich dachte, die kaufen jetzt, ne? Wirklich. Das ist extrem viel Geld, was man zurücklegt. Sogar eine Full-Full-Eco. Ja. Also normalerweise kann man ja sagen, okay, man kauft halt ein paar Waffen rein, so ein paar Pistolen, ne, ja. Und ein bisschen Smokes. Oder Scout oder irgendwie sowas. Aber hier wurde ja gar nichts investiert. Aber dafür hat man jetzt wirklich alle Granaten. Ja, ja. So, Grüße gehen raus an XM-Gott, nee, Bison-Gott. Bison-Gott, Sirson. Herzlich willkommen. Hoffe, da gibt es noch ein paar Tipps bald. Ja, ich brauche Tipps. Ich gebe dir dann welche für die XM, ist kein Ding. Autosniper haben wir auch von ihm gesehen. War alles dabei. Ja. So, auf jeden Fall, es geht direkt für Mantu wieder auf Topspawn. Und zwar für den First Pick. Das ist jetzt ihm zweimal gelungen. Ist natürlich die perfekte Eröffnung. Was hat Attacks jetzt in der Situation vor? Schön aufgepasst von Dude. Und damit kriegen sie jetzt einzeln hier die Picks. Einmal Richtung lang, einmal Richtung kurz. Und das ist fast schon der Safe. Sollte, ja, JDC mit der AWP hier nicht irgendwelche Wunder bewirken, wenn es dann Richtung A geht. Das Gute ist, sie müssten eigentlich damit rechnen, dass Attacks mit zwei Leuten Richtung A noch, Richtung B noch steht, weil keiner hier in die Rotation geht. Slacks hält einfach nur diesen Winkel. So, und jetzt ist JDC bekannt. Der hat nochmal den Winkel gewechselt. Aber sie sammeln sich jetzt Richtung kurz langsam. So, Cressy wartet noch und damit geht es gleich nach vorne. JDC kümmert sich natürlich jetzt um einen Winkel. Na, mal gucken, was ist möglich. So, JDC schießt vorbei. Wird jetzt natürlich auch zurückgedrängt. Nochmal JDC. Findet nochmal einen. So, Cressy passt aber auf. Der hat zwischenzeitlich die Backstepper-Position eingenommen und Preet hat da ein Riesenproblem, weil der wird gerade von beiden Seiten in die Mangel genommen. So, Cressy zieht nochmal raus. Smoke kommt. Er kümmert sich um die Mitte. JDC ist aber bekannt. Jetzt kann es eigentlich nur noch irgendwie Preet mit einer Überraschung zum Erfolg bringen, aber das wird nicht der Fall sein. Tja, also. Nächste Runde für die Jungs von Alternate Edex. 5 zu 3. Und schon wieder hat da dieser eine Short-Frag gefehlt. Also JDC da eigentlich mit der richtigen Aktion, dass er den ersten da direkt sucht. Hat ihn auch gefunden, aber dann verschießt er einmal gegen Short und macht dann erst wieder den zweiten Shot. Und so sind sie dann natürlich immer noch in der Überzahl. Diesmal Andy mit einem guten Timing und nimmt da endlich mal jemanden gegen Lang raus. Und so Attacks auch endlich mal in der Unterzahl. Ja, guter Start. Besonders Mantu da auch nur noch auf 8 HP. Sie haben halt wieder diese Doppel-AWP. Und das könnte vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein, warum man auch so viel gespart hat. Ja. Dass man halt wirklich
zweimal die Doppel-AWP hat und dann das Equipment, um auch diese AWP zu supporten. So, schön gemacht von Preet. Jo, und dann war's das. Also, Attex läuft hier gegen eine Wand und Attex scheitert und Expert rollt die Runde. Es soll nochmal in die Mitte gehen, aber ohne Erfolg. Und der Doppel, die Doppelspar hat sich gelohnt, ne? Ja. Ja, das ist eigentlich auch immer so ein bisschen so ein Mittel von Teams, die auf dem Papier eigentlich so ein bisschen der Underdog sind in Situationen oder in Matchups, dass sie dann einfach wirklich auf diese Runden gehen, wo sie halt einfach genau das haben, was sie halt alles brauchen, nämlich AWPs, Nades. Von daher eine gute und bewusste oder reflektierte Entscheidung von Skrunk, da zu sagen, okay, wir sparen einfach nochmal. So, interessanter, schneller Go Richtung lang. Also bei Attex versucht man die Lücke wieder aufzureißen, indem man einfach mal ein bisschen mehr Druck Richtung lang aufbaut. Und die Pressure hat ganz gut geklappt. Sie gehen eine 4 gegen 4 Situation, aber am Ende kommt nur der eine Kill raus und sie kriegen den Spieler Richtung K nicht. Der war nochmal der Versuch, dass sie halt Molotov reinschmeißen und einfach prefiren. Hat aber hier nicht funktioniert. Nochmal Glück gehabt für den Spieler am K. Und damit kommt Andi raus. Trotzdem gehört ihnen lang und sie haben wieder einen in der Mitte stehen. Das übernimmt Cressy diesmal. Dit war's. So, 3 AWPs hat man jetzt bei Expert. Macht das natürlich ein wenig, ja, schlecht im Retake, weil du das, ja, du bist halt sehr langsam. Sie müssen es halt jetzt verteidigen. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. So, 1 AWP rausgenommen. Damit sind es noch 2 und eine M4. Preet steht alleine. Das heißt, die AWP muss jetzt auf beiden Situationen hier verteidigen. Eine Richtung lang, eine Richtung kurz. Oh, schade. Nice try. Er wollte sich da einfach durch die Smoke schummeln. Preet steht aber bereit, ist trotzdem eine 3 gegen 1 Situation. Da kann er noch safen gehen. Die Runde ist gelaufen. So nah und doch so fern die Runde gewesen. Aber da ist Attex halt wieder cool geblieben und hat die Runde geholt. 6 zu 4. Gute Ausgangslage, hier jetzt wirklich die Tabellenführung auch für sich zu beanspruchen und unter Umständen natürlich auch bis zum Ende zu behalten. Ja, und dann wäre das wieder eine super Season, die Attex hier abliefert. So, JDC macht bisher einen guten Job. Auf der anderen Seite ist es Mantu und Cressy, die bisher hier überzeugen können. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Partie schaut sich gut an. Also, wir sehen gutes Counter-Strike von beiden Seiten und bisher auch von Expert immer wieder den kleinen Versuch, natürlich die Überhand zu bekommen. Sehr diszipliniert, es gibt wieder Doppel-AWP und diesmal eine ohne Kevlar. Finde ich interessant, ey. Expert bleibt knallhart auf diesem Doppel-AWP-Setup, ja, und versucht das durchzuziehen. Ja, vielleicht müssen sie doch mal ein bisschen aggressiver damit spielen, so wie Andy eben mit dem Langspawn da das Timing ausgenutzt hat. Aber wenn es halt wirklich in diese, ja, letzten 30 Sekunden oder so geht, dann machen sie oftmals nicht die Frags, beziehungsweise Attex spielt einfach sehr gut dann Anti gegen die AWPs. Mhm. Aber wenigstens jetzt schon mal Chris K. mit dem ersten Frag. Trotzdem, man versucht bei Attex nochmal den Schwung Richtung B. Da warten 2 Leute. Da jetzt durchzukommen, wird natürlich unglaublich schwierig. So, verrät er auch ein bisschen die Position. Andi bleibt eigentlich vorne sehr offensiv stehen geblieben, vorne Richtung, Richtung Tor. Vor allem mit der AWP. Ja, muss aber hier die Position wechseln. Eher Preet, der Mann, der sich da hinstellt. Wir tauschen jetzt die Position, das ist gut gewählt. Und sie fangen den Offensivpush von JDC ab. Sind aber zwischenzeitlich schon Richtung lang durch, das darf man nicht vergessen. Also sie wollen hier frühzeitig echt viel Raumkontrolle haben. Ja. Skrunk übertreibt sie aber auch nicht. So, der kann aber natürlich wunderbar callen. Okay, man muss sich jetzt um Mitte kümmern. So, Skrunk rennt hier auch durch und das ist jetzt so ein Gamble. Und er geht hier perfekt auf. Und Andi ist die perfekte Ablenkung für alles, was Richtung B rennt. Skrunk ist schon durch und sie müssen eigentlich nur noch auf Andi bauen, dass der diesen einen Spieler rausnimmt oder Zeit rausholt. Und am Ende ist es Slugs, der hier nochmal zuschlägt. Also ist es nur noch Slugs im 2 gegen 1 und er wird von beiden Seiten schon eingekesselt. So schnell rechnet er nicht mit Skrunk da am Rücken. Ja, und damit geht die Runde an die Jungs von Expert. Ja, so, das ist natürlich wichtig, auch da diese Runden jetzt auch zu gewinnen.
Vor allem, wenn man eben immer wieder diese Doppel-ABP fahren will. Jetzt kann man wahrscheinlich auch noch die zweite saven, also das hat man wieder im Sack, aber man sieht halt schon, das Geld sonst sieht noch nicht so gut aus. Da ist es halt einfach wichtig, wenn man diese Doppel-AWP immer wieder spielen will, dass man auch die Folgerunden gewinnt. Ja. Trotzdem, knallhart bleibt es weiterhin bei Expat, bei der Doppel-AWP oder auch bei der Triple-AWP haben wir auch oder schon gesehen. So, ja. Aber das klappt ganz gut. Also sie können ihren Gameplan auf das 2 bisher gegen Attacks eigentlich ganz gut durchsetzen. Und Attacks, ja, sie gehen halt als Favorit rein. Und ich würde jetzt sagen, nicht als der Favorit wie Sprout gegen Euronix, aber trotzdem als Favorit. Sie können diese Rolle noch verteidigen. Sie sind ja mit 6 Runden immer noch in Führung. Aber Expat spielt hier gerade gut gegen den Plan von Attacks. Also auch viel Vorbereitung, die ja wahrscheinlich wieder eingeflossen ist. Ja, es grindet natürlich auch schon eigentlich seit immer, kann man fast sagen, für seine Vorbereitung bekannt. Also schon damals beim MyKPV oder so ein Team gewesen, was immer sehr viel darüber kam. Jetzt hat man Pretty in eine gute Position gestellt und der macht da fast den dritten, bis Lex dann endlich den Refact machen kann. Aber jetzt ist der B-Spot offen und mit einer AWP auch noch und nur einer Flash wird das sehr schwierig hier zu retaken und da denkt man sich wohl auch schon direkt bei Expert. Safe. Folgerunde können wir leider nicht holen und der Traum der Doppel-AWP ist vielleicht schon gestorben. Ja, das ist das Problem. Doppel-AWP ist ja auch sehr kostenintensiv und jetzt können sie froh sein, dass sie für die 13. Runde nochmal zwei Waffen durchbringen. Trotzdem, es sieht gut aus für Expert, dass sie hier weiterhin am Ball bleiben können. Aber für Attacks natürlich genau die Runde, die man dann am Ende braucht, nämlich da, wo man das Geld von Expert in einem ganz, ganz wunden Punkt, nämlich gegen Ende der ersten Halbzeit, dann noch brechen kann. Ja. So, und jetzt man hier ganz nah auch am Hälftensieg. Also mit einer Runde hat man schon die 8. erreicht bei Attacks. Man setzt sich eigentlich auf gar keine SG bei Attacks. Also da bleibt man den AKs wirklich treu. Ja, eher untypisch, ne? Wenn man so in der letzten Zeit ein bisschen Counter-Strike geschaut hat, ja. Da ist schon die ein oder andere Krieg dabei. So, es geht nach vorne. Creed hat da jetzt einiges zu tun. So, das Team ist schnell da. Sie haben auf die Mitte gegambelt und auf die Mitte gestackt. Trotzdem, Preet bekommt nur einen. Der Schaden ist immens. Trotzdem 3 gegen 4 Situation. Und sie müssen versuchen zu retaken. Schöne Initiative von JDC. Aber das wird hier von 2 Leuten Richtung Katas abgefangen. Damit kann sich Dude wieder auf den Spot konzentrieren. Trotzdem guckt ihr den Schaden an. Das ist machbar auf jeden Fall, weil sie pushen hier gemeinsam drauf. Und dann kommt der Refrag. Gott sei Dank. Dieser Schaden war Wahnsinn, den Expert da verteilt hat in der Runde. Aber auch dadurch, dass sie halt in der Mitte mit 3 Leuten bereitstanden und super schnell auf den B-Spot halt rüberrennen konnten an das Tor und direkt den Schaden weitersetzen konnten. Also der Druck gegen Attacks hat hier nicht nachgelassen und JDC wollte da so ein bisschen das Chaos ausnutzen, was am Ende nicht funktioniert hat. Damit geht die Runde an die Jungs von Attacks und das ist die 14. Expert geht wieder auf die Doppel-AWP. Weltüberraschung. Jetzt geht's aber ganz schnell auf den B-Spot. Oh, und da ist der Molotov gut und Preet macht da super viel Arbeit mit dem 3. Frag schon und den 4. kriegt er auch noch. Ja. Und da im Alleingang komplett die Runde gewonnen. Souverän. Wie du dich freust für den 4. Ja. Ja, das ist immer so belastend, wenn. Ja, gut, er ist selber schuld, muss man sagen. Er spielt halt die A1, ne? Was soll man dazu sagen? Was heißt denn, ihr selber schuld? Bist du auch ein A1-Spieler oder was? Ja, ich bin auch ein A1-Spieler. Ja, gut. Aber ich habe letzte Woche die A4 gespielt und. Ja, ich wechsle wieder auf die A1, da fühle ich mich einfach wohler, ich weiß auch nicht. Ich finde auch die AUG mittlerweile echt belastend, weil sie halt mich so langsam schießt, ey. Da kannst du nur überzeugen mit gutem Aiming, wie ich das habe, mein Socker. Na, außer du spielst ja gegen einen guten Spieler mit der AK, so, dann ist halt vorbei. Ja. Ja. Sowas kenne ich nicht, gute Spieler. Ja, okay. Boah, der hat gerade so noch gesehen. Gott, Preet. So, auf lang geht die wilde Gaudi an der Kante. Das kann JDC für sich entscheiden. Refrag soll reinkommen. Backup ist aber da und damit geht's für JDC
Pardon, für Stefan da keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Versucht den Druck nochmal über die Mitte aufzubauen. Nur Granaten reinschmeißen, Slacks kurz abstellen zum Aimen und dann geht's Richtung B. Und da wartet wieder ein Spieler und das ist Preet. So, der verschießt. So, jetzt hat er ein Problem. Das Backup ist aber da, nur der Anschluss. Vielleicht nochmal im Nachgang. Preet ist zwischenzeitlich gefallen, Scrunk steht schon am Tor bereit. Ist eine gute Rotation, die man immer wieder hat. Also Attex muss in jeder Situation immer mit einem am Tor rechnen. Da sieht man Skrunks Köpfchen, aber rausnehmen kann Slacks ihn da nicht. Und das könnte jetzt doch die Runde sein, die sich Expert jetzt hier noch klaut. Man hat schon mal die erste Smoke geworfen und jetzt kommt wohl gleich der Zugriff. Du durfte, dass sie keine Flashbang mehr haben. Das heißt, sie müssen jetzt einfach gemeinsam irgendwie zugreifen und das gelingt ihnen. 1 gegen 1 Situation. JDC ist aber im Nachteil. Wer hat den besseren Winkel? Dude wechselt gut die Position hinter die Box und dann hat es auf dem Schirm. Muss nur noch den Kopf hier finden. Oh mein Gott, ist das knapp. JDC holt nochmal die Runde. Reicht er zum Diffuse? Haben sie ein Dev-Kit? Ja, sie haben ein Dev-Kit und damit kann er hier diffusen und die 7. Runde für Expert klar machen. Intensives Duell am Ende nochmal zwischen den Spielern im Retake und am Ende klappt es ja auch. Also, verdiente Runde für Expert. Damit geht's auf Halbzeit Nummer 2 mit 7 Runden auf die T-Seite und das ist schon mal kein schlechtes Ergebnis. JDC, der immer so motivierte Rifler von Expert, hier am Ende nochmal erfolgreich gewesen im Clutch. Wirklich auch mittlerweile so einer der konstant besten deutschen Spieler, muss man sagen. Auf jeden Fall. Also der hat sich da wirklich festgebissen. So diese eine Season mit Panthers damals, wo sie dieses starke Line-Up hatten mit Dude und Mantu. Mhm. Wirklich, da hat man erst vielleicht so ein bisschen gedacht, ah, was jetzt nur so eine Season oder so, was passiert jetzt? Aber JC hat sich wirklich durchgesetzt, ist dran geblieben und konstant ein guter, sehr guter Spieler. Ja, ist auch ein sehr ehrgeiziger Spieler, muss man sagen. Mega. Ja. Wie oft ich in einem Interview hatte oder gesagt hat, ja, ich habe schlecht gespielt. Immer wieder. Ja. So, Doppelsmoke Richtung lang. So, und da kommt JDC mit der Pistol in den Genuss. Slacks nur noch auf 3 AP, der hat sein Duell dagegen Andy in der Mitte verloren. Boah. Schöner Kill von Skrunk. Und damit ist man durch. Man ist durch und hat damit die Chance, die Runde hier, ja, sich doch etwas leichter zu holen, als wahrscheinlich, ja, erhofft. So, jetzt wird er nochmal angefaked. So, stehen beide Richtung CT bereit. Mantu schaut nach hinten. Und das finde ich schön, dass Expert da direkt die Weitsicht hat und zu sagen, okay, wir machen den Raum da dicht und geben Attex keine Chance mehr, da irgendwas zu machen. Übertreiben es aber auch nicht. Und das ist halt auch eine Qualität, die nicht jedes Team hat. Nämlich einfach abwarten und Tee trinken. Einmal das Duell suchen, sehen, okay, da geht es nicht weiter. Nee, dann lass es nochmal in einer anderen Position versuchen. Mantu geht nach vorne. Mantu wird rausgenommen. Also Skrunk, gib dir weiter Gas mit der P215 und dann ist es Preet. Zur nächsten Runde. Schön gemacht. Und damit... Oh. Oh, irgendwie hat er da jetzt kein Replay gemacht. Naja, das ist auch ein schönes Replay, meine Freunde. Ich würde sagen, den Schuss kann man sich nochmal gönnen, oder? Ja, sicher. So, es geht auf jeden Fall weiter. Vielleicht speichere ich den mir schnell als Clip ab und schicke ihn dann Boosty. Stimmt, ja, warum nicht? Hier, Boosty, freu dich. Highlight Reel. Da bist du auf Movie gegangen, mein Freund. Ja. So, auf jeden Fall bei Attex haben wir einen Forceball mit 2 Scouts und Deagle. Das hat sich echt mega durchgesetzt mittlerweile, ne? Ja, besonders auf das 2. Ja. Auf Train auch. Und Mirage auch beliebt. Mhm. Ah, dafür muss man natürlich auch erstmal die Frags machen, so wie Stefan gerade. Mhm. Direkt mal gefruchtet. Mir wird das gefällt, finde ich. Das war extra noch für mir mit eingespielt. Ja, mir wird gern geschehen. So, ich hoffe, er hat gestern auch noch Spaß gehabt beim Stream. Boah, da hat es ja nur Headshots gehagelt, ja, mit der Scout. Ich hoffe, er hat gestern noch Spaß gehabt beim Stream, weil der kleine Schlingel war gestern noch lang auf. Ja.
und hat noch gestreamt. Lange Nacht gemacht. Ja. Ich hoffe, die Zuschauer hier von dem Kanal waren lieb zu dir, die ich dir rübergeschickt habe. Nach der IEM. Nach Chicago war er. Nach Chicago, oh, ja, deshalb sag ich ja, der war noch, der hat noch wilde Sause gemacht. Ja, ja, echt, ey. So, aber auf jeden Fall, es geht weiter. 9 zu 8. Expert gibt die Runde erstmal nichts und dann holt sich Alternate hier direkt einen Spielvorteil. So, damit geht's für Expert wieder in den Forceball. Molotov kommt rein, damit gibt's erstmal keinen Weg nach vorne. So, ein bisschen Schaden kann man da machen mit der Granate, aber ansonsten Attacks erstmal super stabil. Sie schmeißt auch ihre Granaten nicht so früh raus. Und sie bauen sich Richtung Kurz auf und wer steht da? Das ist Lux an der Scout. So, der hat jetzt einiges zu tun. So, Flashbang kommt die mit rein. Mantu kriegt erstmal keine Information. Umso besser für den Spieler, der hier in der Mitte steht, weil Preet kann das auf Ansage einfach rausnehmen. So, sie wollen hier versuchen durchzukommen. Bombe kann gelegt werden. Expert damit zumindest in der Situation, dass sie das Ganze hier auch verteidigen können. Sie konnten in der Zwischenzeit eine Vorteilssituation erarbeiten, dank des Kills von Preet. Damit liegt es jetzt an Cressy. Eieiei. Ja, das ist gut gemacht von Expert. Das muss man wirklich sagen, das war mega solide gespielt, aber es ist noch nicht vorbei. So, Dude liegt an Chris K. So, Dude. Oh, das Time. Oh, nein, nee. Alter, er springt an ihm vorbei. Oh, er kriegt die trotzdem, nein. Aber hat kein Death-Kit. Und deshalb muss er wegrennen. Oh. GG. Schade, Alter. Oh, ei. Ja, abenteuerlich. Das war wirklich abenteuerlich. So, Mirbit hat gestern Stream ausgemacht. Nein, hättest du ja noch eins spielen können. Da bin ich jetzt aber echt enttäuscht. Ja. Da hättest du ruhig noch einen drauf machen können. Das Ehren-Matchmaking oder so. Dieses Matchmaking, ja. So, am Ende, nach der harten FPL-Jagd, gibt's nochmal das Double-Matchmaking zum Schluss. Das hatte er ja erst schon. Ja, das hatten sie heute noch. In Partie Nummer 1. Es geht auf jeden Fall für Attack sehr weit nach vorne. Also sie versuchen jetzt hier mit einem nächsten Buy auf die richtige Bahn zu kommen und Expert nicht von da ziehen zu lassen. So, und da passen sie gut auf. Also der Call Richtung Mitte hochzugehen, der war wohl exzellent. So, Preet hält aber gegen. Sehr stark von Preet gespielt. Und damit wieder der Vorteil auf Seiten von Expert. 3-2 Situation. Wieder kann Cressy zuschlagen. Jetzt liegt sie an Mantu. Mal gucken, ob er da die Ecke gegen Preet schickt. Wer da den Vorteil behält, ist es Mantu. Und damit kippt das Ganze hier wieder in eine 2-1 Situation. Cressy hat eine eigentlich ganz gute Position. Ist natürlich bekannt. Aber mit der SG kann er da viel machen. Oh, JDC direkt erfolgreich. Hat auch nur minimale HP verloren. Jetzt kann aber natürlich Cressy von überall kommen. JDC schon ein bisschen paranoid, zieht da aber komplett durch mit dem Plant. Und jetzt wird es für Cressy wirklich sehr schwierig werden. Da muss er viel checken. Aber JDC geht direkt auf den Frag, aber Cressy. Timing perfekt da. Ja. Jo, und dann ist die Krieg. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Hat er gut bei Stu2k aufgepasst. Ja, oder bei Flascher, wo auch auf das 2 da irgendwie 3 Magazine oder so. Da ja, lässt man sich Zeit, ne? Ja. Schöne Grüße gehen da raus. Der macht das sogar noch weiter. So, da sehen wir nochmal das kleine, aber feine Highlight von Preet unten in den Cutters. Das war wirklich stark geaimt. Dass er das klärt, ist bombenschwierig und er macht es trotzdem. Einfach stark gemacht Chris von Preet. Clean. Aim, Boys. So, ich sehe schon den nächsten Skandal. Cressy, neuer Stu2k. Ja. Nein, das gehört einfach dazu. Ich nehme das, also ich persönlich nehme das jetzt nicht so auf, dass das irgendwie unfair ist oder so oder respektlos. Ja, das ist einfach nur, lass einfach machen. Aus dem Alter ist, glaube ich, die CS-Community auch mittlerweile raus. Ah, sag das nicht zu früh. Ja, doch, ich glaube schon.
Oh, ja. Ah, schön gemacht von Manchu. Ah, am Ende reicht es nicht ganz für die Runde, dass er sie da beenden kann, aber sie versuchen auf Kontaktrichtung Mitte vorzugehen, aber ich glaube, der Schaden war ordentlich. Und der letzte Spieler ist unten in den Cutters bekannt. So, und das war's. Also, Runde vorbei. Und damit die nächste für die Jungs von Attex. Das ist eigentlich wie Herzrhythmusmassage, so dieser MP9-Spray auf ja, Low Distance. Sagt man das nicht bei Herzrhythmusmassage, dass irgendwie die Melodie von irgendeinem AC/DC-Song, glaube ich, sein muss? Wie sie Hells Bells oder so. Und so lernt man das halt. Und MP9-Spray muss man auch irgendwie so lernen. Mhm. Auch mit AC/DC. Also, nächste Runde für Attex. Ah, schöner Push da von Mantu mit der AWP. Er auch auf das 2 immer wieder eine AWP, die andere Position versucht einzunehmen. Auch Attex geht sehr früh auf dieses Doppel-AWP-Setup dadurch. Ja, Mantu ist wirklich echt mittlerweile eine feste zweite AWP. Hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Aber macht das auch wirklich sehr gut. Vor allem so auch auf Overpass oder so, auf dem B-Spot. Super viele oder super viel Impact. Mhm. Aber das 2 ist natürlich auch prädestiniert dafür. So, Vorteil ist auf jeden Fall auf Seiten der CTs. Hat noch ganz gut Equipment, also für den einen oder anderen Fake oder den Executes reicht es auf jeden Fall noch. So, und jetzt geht's über die Mitte raus. Schöne Position von Slacks. Zweiter hinterher. Und fast den dritten. Da trifft er ihn am Bein. Aber trotzdem, die Runde, die ist gelaufen. Wenn Preet da nicht nochmal sein Hyper-Aiming auspackt. Die Bombe liegt halt super ungünstig, by the way. Und oh, das wird schon am Fenster abgehellt. So, die Smoke kommt noch ganz gut reingeflogen. Die ist echt gar nicht so verkehrt. Weil du nicht auf der Kante angeaimt werden kannst. Aber trotzdem hat er da ein Riesenproblem. Das ist dann doch ein bisschen zu viel für Preet in der Situation. Slacks echt super schnell. Ich finde das echt bei Slacks bemerkenswert, weil er hat doch schon so ein bisschen cocky Playstyle teilweise. Mhm. Aber wirklich bei Attex so, er ist gekommen und er hat es direkt durchgezogen. So. Mittlerweile auch, muss man sagen, wenn man internationale Matches von ihm sieht, macht er das genauso, also auch genauso kompromisslos bzw. ansatzlos. Also das macht er wirklich sehr gut und da kann sich auch immer noch einiges entwickeln. Ja, so einer der nächsten großen AWPs wahrscheinlich aus Deutschland, wenn er weiter an sich arbeitet. Ja. Und man muss ja sagen, so Spielverständnis, so das kann man noch ein bisschen mehr beibringen. Aber so Intuition und halt einfach so dieses Raw Skill, sag ich mal, das schon früh zu haben, so das ist natürlich Gold wert. Wenn ich mich noch erinnere, damals... Es war vor 2 Seasons, wo er dann war er da Stand-In bei Planet Key? Ne, nicht bei Planet Key, ich glaube waren der Stand-In? Stand-In? Ich weiß nur, Berserk war ja vorher auf jeden Fall. Ja, Season bei Berserk gespielt und davor war er irgendwo Stand-In bei einem kleineren Team. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein, vielleicht kannst du gerade mal schauen. Und da hat er sich schon super gemacht. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Team es war. Planet Key Dynamics war es. Planet Key, ja. Genau, Planet Key Dynamics. Da hat er dann, als Stand-In ist man reingekommen und da hat er dann sich mit der AWP etabliert, wurde von einem anderen Team gepickt, hat so seinen Weg gemacht. So, schön gemacht von JDC erstmal. 3 gegen 3 Situation. So, und damit geht es hier nochmal für Expert um die Wurst. Attex steht kurz davor, 14 Runden zu kommen und das Geld wieder von Expert zu brechen, wenn sie keine Bombe legen. Und dann sieht es halt sehr gut aus. Dann ist die Overtime zum Greifen nah. Da kommt schon die Auf geht's Attex-Chance hier im Chat. Ach. Dude hat da eine sehr gute Position. Versucht halt direkt auf einen Headshot zu gehen. Das ist super aufgepasst von Dude. Oh, das... Eieiei. Fast noch einen zweiten. Ja, jetzt ist er confident, der Dude hier. Ja, auf geht's. Da wird einfach auf Gesicht gegangen. Er hat ja ein Backup dabei. Refract wäre auf jeden Fall da gewesen, wenn da nicht eskaliert hätte und jetzt nur JDC an der AWP. Ja gut, auf die. Ja. Und da macht er sogar noch den letzten. Der wird auch noch eingesammelt. Schöner 3K hier von Dude.
Wir schauen uns aufs Geld. Die Frage ist jetzt, willst du einen dicken Force-Ball machen oder willst du einen Half-Ball machen oder auf Overtime spielen? Es sieht so aus, als würden sie auf Overtime spielen. Oder halt versuchen, die Runde mit Pistols zu holen. So, wo soll die Reise hingehen? Es wird der B-Spot. So, in der Mitte passt Slacks erstmal auf. Das meiste kriegt jetzt Dude zu tun. Und die Mitte, und da steht, guckt ihr an, die stehen da schon bereit. So, schießt vorbei. Kommt hier nicht mehr zurück, aber trotzdem, sie haben ja noch Cressy, der droppt einfach runter. Aber das Aiming passt hier halbwegs. Oh Gott sei Dank, dass das nochmal aufgegangen ist für ihn. Trotzdem muss er da schnell raus irgendwie. Oh, 14 AP nee. Kriegt sogar nochmal ein. Wie hat er das denn gemacht? Trotzdem, das ist eine Lücke und damit auch ein bisschen Chaos, das jetzt ausbricht. Skunk ist halt komplett geistig unterwegs. Ah, die Cressy ist auch zu geistig und ist da Mitte immer noch am Rumlungern. Ganz schön. Guck dir das auf der Minimap an. Ganz schön gierig, ey. Ja, ist er tot, damit ist nur noch Skrunk. Oh, das war nicht so gut gedacht von Skrunk, da direkt auf den Frag zu gehen. Ja, er hat halt gedacht, Cressy geht zurück oder so und springt halt runter und will ihn wegsnacken. Und Cressy denkt halt einfach nur, warum sollte ich das tun, ne? Eben. Runde vorbei, 15 zu 9. Kommando rein. Und damit gibt's nochmal für Expat ne... eine Möglichkeit, hier reinzukommen in Overtime. Jetzt gibt man direkt hier eine Smoke auf die Xbox und direkt wird einer Mitte hier durchgeschickt. Also vielleicht jetzt mit einem Tempowechsel kann man da ein bisschen überzeugen. Aber da steht auch wieder Cressy im Weg. Mhm. So, der kann jetzt wieder gut gegendrücken. So, na, der ist down. Dafür Mantua Slugs auf der Suche, findet einen. Zweiten gibt's nicht. Und sie sind auf dem Spot drauf. In der Mitte, der Spieler muss fallen. Oh, hat ihn getunnelt. Nochmal die Möglichkeit, Skrunk wird dann am Ende rausgenommen. Und damit immer noch die Retake-Situation. Guck dir an, wie viel Equipment die noch haben bei AirTags. Das ist ja unglaublich, ne? Damit ist doch ein Retake super spielbar. Frage ist, wie viel Schaden kann der Spieler im Kreuzfeuer mit seinem Mate machen. So, es geht jetzt einfach nach vorne. Ablenkung perfekt. Müssen trotzdem auf Dude aufpassen. Der schleicht sich langsam nach vorne. Das Timing könnte hier perfekt sein. Nate kommt rein. Dude wartet auf den perfekten Moment, mit der Flashbang rauszuziehen. Er hebt die Ecke an. Am Ende kommt der Refrag und die Runde ist vorbei. 15 zu 9, also da brennt nicht viel an am Ende für Attacks. Und ich würde sagen, wenn wir auf die Endphase gehen, eigentlich ein sehr solides Ergebnis am Ende vom dem Backs-Team aus Linden, ja. Linden. GG well played, muss man dazu sagen. Also da hat auf jeden Fall alles funktioniert und ich würde sagen, kurz zusammengefasst, eine sehr solide Partie, die wir hier von ATEX gesehen haben. War am Anfang sehr spannend, meiner Meinung nach, ja. Aber gegen Ende hat ATEX schon gezeigt, dass sie auf der CT-Seite die Überhand behalten und hier ihrer Favoritenrolle auch nachkommen. Ja, richtig. Vor allem Pistol Round hat man bei Expat gewonnen, auch auf der zweiten Seite. Von daher natürlich schon mal wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, aber danach war es eigentlich fast nur ATEX. Mhm. Würde sagen, wir machen eine kurze Pause, bevor es dann gleich auf Nuke geht. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben noch ein bisschen Counter-Strike für euch, aber erstmal ein ganz, ganz kleiner Werbeblock. In circa 5 Minuten sind wir wieder da. Also bleibt dran mit der ESL-Meisterschaft. Bis gleich. Of mine, I guess there's a first for everything.
dreams for both of us. I wonder what would come of us if we could trade these ends for beginnings. I'm drinking from an empty cup. The hardest part of young love is growing up. It's not enough to fill me up, 'cause now there's one less star in the city. I saw a shooting star last night and thought of you, but it must have been a dream, 'cause you're not here. Meine Damen und Herren, wir sind wieder beide am Start. Es geht weiter mit der ESL Meisterschaft und zwar mit Expert gegen Alternate Attacks. Wir sind auf jeden Fall bereit und ich hoffe, ihr seid es auch, weil wir haben natürlich die nächste Map zwischen den Jungs von Alternate Attacks und Expert. Jetzt verwirrt mich immer wieder, Mann, diese Rumklickerei, Mann. So, es muss jetzt raus. Geil Multitasking hier. So. Oder zu viel. Ja.
So, auf jeden Fall, es geht weiter. Einschätzung von deiner Seite. Expert hat ja eben ganz gut noch gegengehalten können. Denkst du, Atex kann hier mit einem 2-0 wegziehen? Ich glaube schon, ja. Ja. Also sie sind schon auf dem Papier das bessere Team. Auf Nuke habe ich beide Teams, glaube ich, noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Mhm. Ich muss gerade stark überlegen. Aber ich glaube noch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Allgemein würde ich aber trotzdem eher Atex natürlich favorisieren. Dann finden wir das am besten einfach auf dem Server raus. Nämlich da werden wir jetzt drauf gehen, nämlich auf Nuke. Und Nuke haben wir eben schon gesehen. Kann auf jeden Fall eine knappe Map werden, kann aber auch eine Überfahrt werden. Und da bin wir so sehr gut gespannt drauf. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Seitenwahl an. Nuke meiner Meinung nach immer noch eine leicht CT-lastige Map. Das dürfen wir nicht vergessen. Und damit sind wir bereit. Und ich hoffe, wir fangen gleich an. Wie findest du eigentlich Nuke mittlerweile so als Spectator? Ich finde es ganz interessant. Da muss ich auch einfach ein bisschen Props an die ESL rausschicken, die ihr Radar so weit angepasst haben, dass du beide Levels siehst, richtig? Oh ja, das stimmt. Das nimmt dir, ja, das ist ein Segen, um das richtig einzuordnen. Also, ich habe ja auch Erfahrung aus der Observer-Perspektive, wenn ich dann mal Observer mache, und da geht es auch langsam. Also man bekommt schon so ein kleines Feingefühl dafür, wie der Hase läuft langsam. Ja. Aber so lässt Nuke eigentlich sehr gut schauen. Ich finde es nämlich mittlerweile auch echt, also sehr etabliert, sag ich mal. Mhm. Also vor allem immer so diese Afterplant-Situation finde ich immer sehr interessant. Wir hatten das eben auch schon auf der Sprout-Map gesehen. Mhm. Also vor allem da auf dem B-Spot oder so, in diesen kleinen Gängen da immer wieder diese Fights oder was man da auch für Möglichkeiten als Team hat, da die ja, so Double-Setups oder so zu fahren. Das finde ich mittlerweile echt gut zum Zuschauen einfach. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mal sehr gespannt auf Nuke. Meiner Meinung nach auch, man kann so klug Afterplant-Positionen ausspielen. Ja. Und so variabel die Bombe legen auf B, dass du da schon sehr viele Möglichkeiten hast, auch dich taktisch drauf anzupassen. Nuke ist für mich halt auch taktisch eine sehr krasse Map, weil du so viel machen kannst mit Fakes und du kannst Granaten gut einsetzen, ja, und jede Runde andere Granaten schmeißen. Oder auch Execute of A. Wir hatten erst schon wieder so einen schöne Double Nade, ja, auf dem A-Spot. Das fand ich schlecht von Sprout. Aber auch Execute, ich werde original nie vergessen, den besten A-Execute, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe, war von Euronics Gaming, original. Ja. Die haben einfach nur ein Set-Piece gespielt, so eigentlich recht Standard mehr oder weniger. Aber ich weiß gerade leider nicht mehr, gegen welches Team das war. Sie haben einfach nur ihre Nades geworfen, sind auf den Spot gegangen und die Gegner standen halt wirklich perfekt nicht anti, ne? Also wirklich halt genau da, wo die Euronics-Spieler das erste Mal hingeschaut haben, als sie den Spot betreten haben. Die Runde war original von 2 Sekunden oder nach 2 Sekunden vorbei. Alter, das war so krass. Der erste, der Pommes rausgegangen ist, hat direkt darüber geguckt, instant den rausgefragt, der Tür hat direkt Richtung Heaven geguckt, den eliminiert. Das war unglaublich, ey. Das war wirklich so Best Case für ein Execute einfach. Ja, ansonsten, man hat halt so viele Möglichkeiten. Man kann auf A gehen, kann Außenbereich faken, kann einen nur durchschicken. Ich finde Nuke halt so variabel. Es ist halt auch nicht leicht zu spielen, muss man halt auch mal sagen. Ja, richtig. Das ist halt echt so keine Map, so in der Meisterschaft eigentlich ganz interessant, weil man ja nichts pickt, sondern man wird ja randomized aus den letzten 3 Maps. Deswegen, da muss man sich eben auch schon sicher sein, dass man die Map drin lässt, weil es ist halt wirklich keine Daddle-Map eigentlich. Nee, gar nicht. Also du kannst sie daddeln, wenn du die Map gut kannst, aber du kannst nicht einfach sagen, ich lass mal Nuke auf, so mal gucken, wie es wird, weil dann wird's nicht so gut. Ja, ja. So, Live-Runde jetzt vorbei. Expert sichert sich das hier, fängt hier wahrscheinlich auf der CT-Seite an. Und mal gucken, ob sie hier auch direkt, wie eben auch schon auf das 2, so sehr auf diese Double-Orb bedacht sind oder ob man da eher die doch auf Andy lässt.
Da bin ich mal sehr gespannt. Doppel-Op-Setup ja machbar mit Rampe und Außenbereich, aber jetzt nicht so beliebt. Ja, und das auf Nuke natürlich auch immer so eine Geldfrage, weil man kann doch schon als T mal mit einem, weiß nicht, Vent Rush oder so einfach mal so eine Runde gewinnen. Ja. Und dann hat man halt die Double-AWP direkt schon wieder verloren. Es geht mit einem Spieler so ein bisschen über den Außenbereich, also mit einem Dude. Ansonsten baut man sie an der Tür auf und wird wohl gleich auf dem A-Spot anklopfen. Theoretisch auch Richtung Vent runter. Bisher nur bei Chris K. eine Granate dabei. Und dann geht sie über die Tür raus und man geht einfach auf den A-Spot. So, schöner Kill da von Preet. So, und das Backup von Skrunk ist da. Also, besser kann es nicht laufen. Sie kommen mit 4 Leuten über den Heaven oben. Zugriff! Auf geht's nach vorne. So, erster Feld, zweiter Feld, jetzt noch das Backup von der Main. Und damit ist noch Manto und der ist sowas von getrappt in der Ecke. Und sie konnten nicht mal die Bombe legen. GG. GG. Jetzt wird hier geaimt, aber es dauert ein bisschen lange. Ja. JDC setzt dann aber doch noch den Gnadenstoß. Manto wird eingeschläfert. Attacks muss das Spiel leider abbrechen. Damit haben wir das 1:0. Also läuft auf jeden Fall. Na, nur Manto nicht, der schläft. Ja. Okay, reicht jetzt. So. Also. Es geht um die Wurst. Meine Damen, meine Herren. Expert Esports. Geht in den Vorteil. Wieder eine XM dabei, diesmal bei Preet. So, es geht einfach nur über den Außenbereich. Da versucht man jetzt einfach schnell durchzukommen irgendwie. Jo, gewinnt aber kein einziges Duell. Macht insgesamt, ja, 37 Schaden in der Runde mit der Glock. Und das war's. Die Runde vorbei. Da muss Expert nicht mal irgendwas upgraden, sondern kann einfach auf diesen Waffen weiter auf Bonus spielen. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Einfach aus dem Grund, du willst natürlich an den Gegner keine AKs abgeben und am besten diese Runde solide runterspielen. Und das wird jetzt Attacks Ziel sein, und zwar über den Außenbereich. So, da kommt Andi direkt mal mit dem ersten. Wie viele Scout-Headshots wir heute schon wieder gesehen haben. Christian mit gutem Timing, der spielt mit Andy zusammen. Und der Secret-Spieler muss da jetzt schon wieder aufpassen. Und dem wird da fast ein bisschen dran gehindert, hier runter zu gehen. Boah, jetzt setzt man bei Attex auch komplett auf Outside. Aber da unten könnte man gleich Preet in die Arme laufen, der die XM in der Hand hat. Und das Duell hatten wir heute schon ein bisschen öfter. Das geht aber auch ganz gerne mal für die XM gut aus. Ja, die XM ist da eine Waffe, die man auf Nukedor sehr gut einsetzen kann. Sogar mehr als gut, besonders oben auf dem Dach oder Richtung Tür oder Richtung Rampe an diesen ganz engen Choke Points. Ja. Ist das schon ein starker Wegbegleiter? Oh, da ist er. Ja. Skrunk wird rausgenommen, damit ist Dude aber bekannt. Den versucht man jetzt hier nochmal mit der Krieg zu jagen. Der wird einfach von Chris K. umgetappt und damit ist nur Cressy. Ja, und der versucht die Bombe nochmal irgendwie zu legen. Sollte er aber eigentlich nicht mehr bekommen. Doch, er kriegt die Bombe noch. So, Flashback kommt rein. Cressy hat den Fokus oben drauf, dreht sich weg. Trotzdem blind geworden und jetzt geht's hier nochmal rein. Einen bekommt er und das war's. Knappe Kiste nochmal, aber die Runde ist gelaufen und vorbei. Kennst du noch von Dupree diese eine Runde? Ich glaube, da waren sie bei Dignitas oder TSM noch. Ja. Wo er irgendwie, ich glaube, der ist über auf Mirage als T. Ist er von, wie heißt das, Tetris aus, Richtung Stairs gesprungen und hat dann irgendwie 3 Leute oder so geholt. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an Nico. Get Right, der auf alten Nuke, oben wo es noch die Reling gab, einfach runtergetroppt ist mit der Tech 9 und einfach nur den Headshot auf 3 Kilometern gibt, hinten, also Richtung T-Spawn. An der Box, genau an der Box hinten. Die hinten Richtung T-Spawn, CD-Spawn steht. Das war einfach, keine Ahnung, was das war, aber das war richtig geil. So, jetzt ist es erstmal Skrunk hier. Zack. Nächster kommt rein. Jo. Refrag ist am Start. Es ist eine 3 gegen 4 Situation. Man versucht jetzt einfach den Raum hier zu verteidigen. Jo, und das sollte es eigentlich gewesen sein. Das sollte es gewesen sein. So, den hat man gehört. Damit ist Cressy noch an der Tech 9 unterwegs. Jo, schlägt hier nochmal zu.
Aber der letzte Verbleibende ist halt Cressy. Der Rest ist gestorben. Er hat noch Kevlar mit der Tech 9, die er da zusammen hatte. Und er sucht nochmal die Chance. Er hat eingesehen. Und er hat noch wirklich viel Zeit, mit der er hier arbeiten kann. Theoretisch also möglich, wenn man sich jetzt hier den Fehler erlaubt. Aber nein, JDC on point wie immer. Yes, yes. Damit die Runde vorbei. Damit geht es hier erstmal in ein solides 4:0. Skrunk. Ja, man nimmt sogar bei Expert dann diese Bonusrunde mit eben auch, na, das wo man die Waffen noch behält. Hat jetzt hier auch dann wieder die Folgerunde gut überstanden gegen die Eco bzw. die Kleinwaffen. Aber Chris jetzt mal unten durchgeschickt und er holt Andy raus. Wichtiger Faktor gegen die AWP. Und der ist jetzt ein konstanter Dorn hier in der Seite von Expert. Da kann ich alles machen. Das ist wie so eine Zecke, die du nie wieder loskriegst. Ja. Die hat sich so festgesaugt, die kriegst du nicht wieder raus. Aus deiner Haut, die bleibt für immer genau da unten im Vent. Und es ist halt der perfekte Spieler, um erst die Rotation abzucutten, dass keiner Richtung Vent runterkommt. Und zweitens kann er halt mit gutem Timing auch noch hochgehen. Also es ist ein Weg, der komplett für Expert in dem Moment versperrt ist. Ja, und es kommt halt auch dazu, man hat die ganze Zeit halt im Kopf, irgendwo lungert Cressy da wieder rum. Und vielleicht hat er es auf mich abgesehen. Aber Skrunk, oh, wir hatten das erst schon. Diese Posi wird so wenig gecheckt. Ja. Oh, aber Slacks wenigstens. Mit guten 180, Dude auch erfolgreich. Und jetzt nur noch JDC auf dem Spot. Nee, Pre. Ja, rausgenommen. Jo. Und Schüssenbergen. Da gebe ich dir recht, die Position wird sehr wenig gecheckt, aber auch im deutschen Bereich sehr viel gespielt. Richtig, ja. Normalerweise versuchst du halt einen sehr schnell nach vorne zu kriegen oder du checkst die Position ab, aber du schickst auch nur einen nach vorne. Und die Position wird im Pro-Bereich eher mit einer Smoke angespielt oder halt mit den Cross-Smokes. Also ja, sie schmeißen halt immer die Balance-Smoke im Außenbereich so, wenn sie dann Richtung Main reingehen, dass sie auf Contact nach vorne gehen und dass der Gegner sie meistens aus der Main nicht sieht. Klar, manchmal wird die Position auch im Pro-Bereich nicht gecheckt, im internationalen Bereich, aber trotzdem im deutschen Bereich wird die Position viel mehr auf Contact angespielt ohne Smokes. Ja. Und ja, so ist das im Leben, ne? Boah, Christian K. hier mit einem ganz antiken M4-Skin. Hat Hiko damals auch mal gespielt. Aber Mann, du weißt Bescheid. Der lässt sich hier nicht lumpen, aber Andy geht da auch echt frech nochmal hin zu der Posi und Manto hat da jetzt so ein 3-3 draus gemacht. Boah, kriegt sogar den Spray noch auf Main. Aber Preet auch erfolgreich. Sehr schöner Kill da von Stefan an der AWP. Da ist es Doppel-AWP, zwei Kills vorbei. Die müsste jetzt hier das Full House machen. Schöner Move von Stefan und damit geht die Runde an den, ja, wie soll man sagen, den Opa von Edex oder was? Den Opa von Edex. Lass das mal bitte nicht Stefan hören. Ja, aber sehr stark da von ihm gespielt, also da ist auch nicht viel angebrannt. Ja, du weißt, ne, Mantu und Slacks, ne, passt auf, dass euch da Stefan nicht den Rang abläuft als Main Orb. Ja, der Opa von Edex ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber er ist natürlich das, ja, der Langzeitspieler bei Edex. Ja, richtig. Seitdem er bei Penta ja rausgegangen ist oder bei Penta der Vertrag nicht verlängert wurde oder was auch immer, spielt halt bei Edex, ne? Das stimmt, der ist wirklich sehr lange dabei. War auch bei dem E-League und sowas Run dabei? Ja. Das ist ja wirklich ewig her. 2017, damals noch mit Kief und so. Mhm. Kief! Das Krasse finde ich, ich habe ihn damals kennengelernt, davor, bevor er zu Attex gegangen ist. Und da war er auf der Bördelan, waren wir da. Und da war er auch Bördelan. Da. Und da habe ich dann gesagt, ja, und dann ist er gerade zu Attex gegangen. Da hatte ich mich auch noch mit ihm unterhalten. So, und damit geht's hier drauf. Also, Attex fängt hier an, das Tempo anzuziehen. So, und damit sollte die Runde eigentlich vorbei sein. Klar, viel wurde da nicht investiert bei Exo. Guck mal, da hat er einen Arm gesehen. Ciao. Ciao.
Genau mit, so. Mit dem Drop, weißt du? Naja, der droppt noch runter. Ja, nee, ist ein super netter Dude, der Stefan. Definitiv. Muss man ja auch mal sagen. Den habe ich auf der... Ich weiß, ich verwechsel immer Düsseldorf und Stuttgart, die beiden Meisterschaften. Aber irgendwo da, was er gewonnen hat, habe ich ihn interviewt. Lange ist es her, 2017 ja. Irgendwann. Ich glaube, es war Winter 2017. Ach, das war Düsseldorf, dann. Das war Düsseldorf? Ja, da, ja das habe ich da interviewt. Damals. Nee, das war nicht Düsseldorf. Was, Düsseldorf? Nee, es war Stuttgart, ja, war ne? Das. Ja, da war... Da, stimmt, direkt das. Neben dem Stuttgart-Stadion. Ja, ja, genau. Wo die Fußballfans so vorbeigekommen. Ja, Alter, da war das mega Spiel geil. Bayern gerade. Ja, ja. Sehr gut. Ja, das sind auch Momente, die man mitnimmt. War sehr gut. Und ich glaube, es war sogar entweder am 22. oder 23. Dezember. Schön. Ja, es war so kurz vor Weihnachten, ja. Ich habe kurz gedacht, Slacks kriegt den Kill noch. Aber diesmal nicht schnell genug gewesen. Chris hat sich zwar wieder durchgewieselt, kriegt erstmal den ersten Frag, aber dann wird es bestimmt schwer werden. Boah, nimmt doch den Falldamage yes. Mit. Nie Glück. So, 5-3. Expert behält hier die Überhand und kann auch direkt wieder nach dem kleinen Rückschlag hier wieder zurückkommen und direkt wieder sagen, okay, wir sind am Start. Wir bleiben hier weiter in Führung. Atex mausert sich langsam in die Partie rein. Sie haben sich ein bisschen Geld auf die Seite gegrindet. Auf die Seite gegrindet, ja. Ja, der Grind ist wichtig auf. It's not much, but it's honest work. Ja. So, ich weiß nicht, was der Autodirector da wieder gemacht hat. Das war eine perfekte okay. Shot vom Auto. Jetzt weißt du, warum der Autodirector auf den Außenbereich gewechselt ist. Der ist einfach ein Next-Level. Der weiß einfach alles. Ja, das ist ein. Und manchmal ist er halt einfach gar nichts. Nee. Aber hier war er gerade absolut on point. Richtig stark. Wie du da runtergesegelt bist, ey. Überragend. So, man steht bereit. An der Tür und damit geht's raus. So, Molotow in die Ecke, schon mal ein Problem weniger, die Smoke liegt. Das heißt, Chris K. muss hier auf All-In gehen und er nimmt zwei Leute mit, noch einen dritten. Sehr, sehr stark gespielt hier von Chris K. und damit ist die Runde vorbei. Also, Expert kann weiter gegenhalten. So, und Chris K., der versucht es weiter. So, Slacks. Ja, und der geht zurück. 30 Sekunden könnte er fast schon safen, ne? Das Geld wäre das ganz cool, weil sie könnten hier in der nächsten Runde nochmal kaufen. Das sollten sie auf jeden Fall hier tun. Und deshalb zieht sich Slacks ja auch in den letzten 20 Sekunden zurück. Na, eigentlich hätte er fast noch ein bisschen Damage machen können, aber das Risiko halt mit der AWP ein bisschen zu hoch. So. Ja. Da kann man ganz schnell übermannt werden, ohne dass man überhaupt irgendeinen Frag bekommt. Das stimmt. Und man will sie halt natürlich auch nicht abgeben. So, da sehen wir nochmal das Ding von Chris K. Einer hat, glaube ich, sogar Andy weggeschnappt. Schade halt, ne? Schade. Schade halt. Chardonnay. Chardonnay. Schade nie. Diese Wortgewandtheit heute mit den Witzen ist einfach zu gut. Gutes Omen, ne? Auf jeden Fall. Nate wird sitzen. Boah, ordentlicher Damage. Und da ist man direkt mal gestunt hier bei Atex. Stefan wird auch nochmal zurückgemollot. Aber jetzt haben wir endlich mal Mantu mit der Krieg. Ja, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Ja, auf das 2 waren sie noch ein bisschen Krieg verdrossen, muss man sagen. Stefan, richtig gutes Timing und klickt JDC da einfach aus dem Leben. Das war und das jetzt Mantu bitte. Auch. Komm, klick, 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 klick. Ah, nicht ganz. Da kommt er nicht drauf. Aber naja. Gucken wir mal. Es geht auf jeden Fall weiter um die Wurst. Es geht langsam nach vorne. 6-3, das ist bisher das Ergebnis. Und man arbeitet bei Expert weiterhin an der Defensive. Und das sieht ganz gut aus. Soll jetzt einen Split geben. Wer kriegt was zu tun? Das ist Preet oben auf dem Heaven, auf der Reling.
So, der wartet ab. Gut gemacht von Preet. Ey, saustark. Kriegt den dritten. Jawoll, er kriegt einen dritten. Und damit die Runde fast entschieden. Also das Positioning wieder super stark. Und es ist halt so wichtig, einen guten Rifle-Spieler oben auf dem A-Spot zu haben. Kannst du so gut mitarbeiten, dann kriegt Preet sogar am Ende des 4K. Aber muss echt sagen, Preet ist wirklich, also der kommt mit diesen beiden Maps hier, jetzt kommt er super rüber. Also nicht nur einfach die Aim-Stärke, sondern auch einfach die Awareness immer, wie er Sachen ausspielen muss und diese Multikills, die er immer wiederholt. Also der macht ein Top-Spiel gerade. Ah, dieses Multikill-Potenzial gerade bei Expert bricht Adex komplettes Knick. Komplettes Knick. Manto jetzt mit der Hero-AK an Outside unterwegs. Ja, das ist auch die einzige Waffe, die sie dabei haben. Vielleicht noch ein bisschen Pistole, ein bisschen Kevlar, also die kann man weiterreichen und das ist gefährlich. Oh, der kriegt so... Ah, Chrissy hat die AK sogar aufgenommen. Schön gemacht von Chriska. Ah, Mantu hat da die Waffe nicht draußen. Genau, so wie ähnlich wie Andy. Oh, und der könnte jetzt fast noch einen zweiten bekommen. JDC hat aber die Awareness. Und auch gegen Slacks hier den Damage gesetzt. Der hat nämlich keinen Kevlar. Und der traut sich gar nicht wieder ins Duell. Jo, JDC sucht aber dafür. Ja. Ja, und damit bricht die Runde zusammen. Und ja, Stefan hat keine Möglichkeit, die Waffe da zu picken. Deshalb muss jetzt die Deagle rausreißen. Jo, das war's. Also, Runde vorbei. Damit ist das hier das 8:3. Es geht weiter um die Wurst. So, Waffen werden rübergetroppt, weiter aufgeteilt. Damit kann Expert auch das Gate-Level auf einem Stand halten. Okay, sehr krass. So, der Sorka hat mir gerade ein bisschen Counter-Strike-Geschichte gezeigt. Richtig. Weil ich denke immer, weil es gibt so eine Szene, die hat Knochen halt kommentiert, genau die. Und da hat er so mega Dupree geschrien. Und da musste ich immer die ganze Zeit an Pre denken, weil dieses Dupree. So, ne? Deswegen komme ich die ganze Zeit darauf. So, ist wieder Chris K. in der Position. Er ist aber auch gut unterwegs, macht nochmal Schaden. Und da war wieder Skrunk und Preet und Skrunk und Preet und Skrunk und Preet und ist vorbei. 9:3. Adex findet gerade keine Möglichkeit, hier auf die Spots zu kommen. Das ist ein bisschen bitter, ne? Also, ihnen läuft die Partie so ein bisschen weg. Und sie hatten eigentlich gute Chancen, mit diesem Geldvorteil auch wegzulaufen. Aber Expert holt diese beiden entscheidenden Doppelrunden und schon sieht es gar nicht so gut aus. 3 Runden ist ein bisschen zu wenig gerade. Aber es ist noch einiges drin. Sie haben Geld, sie können kaufen. Granaten ein bisschen knapp, aber die Runde machbar. Trotzdem der A-Spot bisher ein Terror, was sich fast nicht anspielen lässt. Das ist zu stark. So, der Molotov fliegt ein Ticken zu kurz. Komplett ohne Smoke kommt der Outside einfach durch. Und JDC lässt sich jetzt auch so vernaschen. Mit so einer Posi. Oh, und Stefan kriegt den Refake. Trotzdem, 3-gegen-3 Situation, man steht schon Richtung E bereit. Ja, das war zu einfach. Und damit haben sie alle Möglichkeiten der Welt. Wenn sie jetzt noch eine Smoke haben, können sie einfach Richtung Vent runtergehen. So, sie entscheiden sich Richtung Vent oder Richtung A? Sie entscheiden sich Richtung A. Jetzt sollen sie eigentlich Richtung Vent runtergehen. Ey, beide in der guten Position. Jetzt steht das Kreuzfeuer hier bereit. Ah, Chris K. traut sich nicht durchzupushen. Das wäre seine Chance gewesen. Ja. Die Runde klar zu machen. Und Chris ist jetzt irgendwo unterwegs. Kommt jetzt aber mittlerweile mit hoch gesneakt. Der kann einfach Leitern klettern, obwohl er eine AK in der Hand hält. Ja, einfach das ist die Beine. Training. Ja. Einfach nur mit den Oberschenkeln. Ja. Ab nach oben. Sehr viele Kniebeugen hat er in seinem Leben gemacht. Und jetzt gibt es hier 2 Flashes für Manto. Jetzt ziehen sie nicht zusammen rum. Jetzt aber. Schön ausgespielt. Cressy, nicht Biceps, sondern Oberschenkel. Keine Ahnung, was das auf Englisch heißt.
Ja, aber wäre Chris Kader mit durchgegangen durch die Smoke? Ja, das wäre perfektes Timing gewesen. Wäre es perfekt gewesen, aber so. Chris war meilenweit entfernt auf dem B-Spot. Ja, aber du hast angesprochen, jetzt gewinnen sie so eine Runde. Ist noch nicht alle Tage Abend hier auf der ersten Hälfte. Ja, alles noch drin. Aber wir kennen das ja, alles drin, außer Win. Ja. Trotzdem, Refrag kommt. Zwei Leute mit Equipment bei Attacks. Und ansonsten versucht man erstmal wieder über den Außenbereich zu arbeiten. Ein bisschen abzulenken, auf Contact Richtung Rampe nach vorne zu gehen. Da wird JDC einiges zu tun haben. Das Timing nicht gut, aber die Smoke liegt auch kacke. Das hat JDC jetzt ein bisschen unglücklich ausgespielt. Also das Timing hier überhaupt nicht gut, dann die Smoke nicht gut gewesen. Und der Push war auch nicht gut. So, damit 2 gegen 3 Situation. Und damit ist Attex durch. Und so ein Kill kann halt unglaublich viel ausmachen. Wir sehen es. Die Jungs von Attex gehen den Vorteil. Ja, jetzt das Ding eigentlich fast durch. Also Andy wird da jetzt einen Teufel tun, eigentlich um nicht durch die Smoke pushen. Sieht schon, geht zurück. Ja, JDC wurde jetzt wirklich schon ein paar Runden in Folge mehr oder weniger da an der, oder sah an der Rampe da echt nicht gut aus. Ja. Also das gerade so der Punkt, wo Attex immer wieder den Entry bekommen hat und dann irgendwie die Map eröffnen konnte. Und deswegen jetzt auch schon mittlerweile die 5. Runde. Wenn man jetzt noch die 6. holt, dann ist das Momentum auf jeden Fall auf Seiten von Attex. Yes, yes. Und damit heißt es bei Expert nochmal in den Forceball gehen. Und das ist natürlich, wie von dir erwähnt, die beste Chance, hier auf 6 Runden zu kommen. Und damit wäre die Halbzeit echt nochmal super ausgeglichen. Ja, Attex grindet sich hier in die Partie rein, muss man einfach sagen. Nachdem Expert da vorgelegt hat, ist Attex mit 6 Runden eigentlich ganz gut bedient. Ja, das macht ein gutes Team auch einfach aus halt. Auch wenn es mal schlecht läuft, immer wieder zurückzukommen und auch Dude irgendwie als Caller, dass er da halt einen kühlen Kopf behält und weiß, okay, meine Jungs und ich werden zurückkommen. Mhm. Und genau das machen sie jetzt auch gegen Expert, die sie halt auch schon national immer mal geärgert haben jetzt in der letzten Zeit. So, hier nochmal die Möglichkeit, zack, das sieht gut aus. Lex kann hier zuschlagen mit der AWP und dann ist nur Preet im 4 gegen 1. Nee, das wird nichts mehr, Mann. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Und am Ende ist es hier eine 6. Runde für Attex. Sie kämpfen sich hier nochmal das Ergebnis ran. Und ich denke, damit kann man leben. So, lieber Sorka, bevor es weitergeht, weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ich schaue jetzt die Ergebnisse nach, die wir heute schon hatten. Oh. Damit da ihr, musst du aber ganz schnell sein. Damit jetzt ihr einen kleinen Überblick habt, wie die Standings sind. Vielleicht machen wir das gleich in der Pause. Also wenn hier die Runde rum ist. Machen wir. Ja. In der Zeit suche ich das schon mal raus. Und in der Zeit laufen Dude und Co. los. Ja, moin. Du kriegst nichts. Okay. So, es geht Richtung A. Und Richtung Rampe erstmal. Ja, da wartet man aber erstmal noch ab. Skrunk hat dann nur eine Smoke und eine Flash. Stefan kriegt hier den ersten Kontakt an der Rampe. Mantu rotiert deswegen direkt runter. Richtung B-Spot. Aber wirklich, Damage wurde noch nicht ausgeteilt hier. Nur Chris Karten 15 abgezogen bekommen. Und auf dem B-Spot ist man schon ganz gut aufgestellt. Noch ist man aber bei Expert nicht runtergegangen. Ja, man geht auf Contact. Man will unbedingt den Kill da oben gegen den ersten Spieler haben. Doppel-Headshot mit Chris K. Das war schön gespielt. Ei, also Attex geht gemeinsam vor. Ja. Was kein Fehler ist, weil das ist wirklich gut, gemeinsam nach vorne zu gehen. Aber Expert steht so krass dagegen, Anti, in der Situation. Jo, und damit hat man DevKit, eine Smoke und zweimal Kevlar gegen eine 5 gegen 3 Situation. Und Skrunk hat auch noch Smokes. So, jetzt kommt die Main, jetzt kommt die Flash und da geht's auf A drauf. Einfach über die Pommes. Und das wird für Attex unglaublich schwierig. Und damit könnte Expert nämlich auch noch die Pistol Round gewinnen und damit mit 10 Runden erstmal hier in Führung gehen. Das ist bitter für Attex und nochmal so ein kleiner Nackenschlag.
aber noch lange nicht vorbei. Es ist die Pistol Round, aber trotzdem lässt du dir einen guten Vorteil abnehmen. Das ist ein bisschen bitter. Ne? Das stimmt wohl. So, die Ergebnisse von heute. Unicorns of Love gegen die Playing Ducks. Inferno 16-10 für Unicorns of Love. Zweite Maps gewinnt auch Unicorns of Love auf Train. Oh. Die Panthers gewinnen zweimal gegen Epic. Also für Epic sieht es halt echt vorbei mit Playoffs für Epic, ja. Genau, das wurde gerade zerstört. Ja, Sprout gegen Euronics. Haben wir ja gesehen. Das waren 16-4, 22-18. C-Play hat gegen Planet Key auf Train 16-2 kassiert und auf Mirage 16-12 gewonnen. Ja, und Entex mit der ersten Map 16-9. Und auf der zweiten liegen sie gerade hinten. So, damit geht's weiter, meine Freunde. Also, das sind die Ergebnisse des heutigen Spieltages. Wir haben noch eine Partie, die entschieden werden muss. Alle anderen Partien findet ihr natürlich auch als VOD auf dem YouTube-Kanal der ESL Germany. Also, wenn ihr da vorbeischaut und ein Abo da lasst auf YouTube, könnt ihr alle Spiele nochmal schauen und euch von gutem Counter-Strike berieseln lassen. Oder auch von gedaddelten Counter-Strike, ne? Yes, yes. Darf man nicht verachten hier. Was dann zu gutem Counter-Strike wird mit Ausrastern vom Boosty. Aber um nochmal auf die Thematik von erst zu sprechen zu kommen mit International und Attacks. Ich fand Scars selbst, also der Manager von Attacks, hat es eigentlich ganz gut formuliert, dass sie eigentlich so gutes Potenzial haben und das auch gezeigt haben schon. Mhm. Aber jetzt in der zweiten Season, in der sie jetzt seitdem quasi auch zusammenspielen, da einfach nicht so eine starke Weiterentwicklung kam. Also sie sind immer noch vor allem auch national natürlich mit das Top-Team so. Mhm. Vor allem eben auch in der Meisterschaft, wenn man da Big nochmal ausklammert. Aber dann kam eben nicht diese Weiterentwicklung halt auch auf den international einfach dieses konstante Level zu haben. Sie haben mal ein Event in Schweden oder so gewonnen, ja, gegen schwächere internationale Teams, so im Vergleich, aber dann kam halt wirklich nicht dieser Sprung. Ja, man sieht halt nicht die Weiterentwicklung, wie man es bei Sprout gesehen hat jetzt so. Ja. Und das ist halt sehr schade, obwohl Edex echt das Potenzial dazu hätte. Ja, vielleicht fehlen da auch einfach noch so ein bisschen diese Möglichkeiten, noch einen Ticken mehr auch auf LAN zu spielen. Mhm. Weil da hatte Sprout doch ein bisschen mehr mit, wo sie in Belgien beispielsweise waren. Davor waren sie. Da hatten sie noch eine zweite LAN irgendwie in dem Zeitraum. Aber da merkt man auch, dass das ein Lernprozess ist, weil Sprout auch viel Probleme am Anfang auf LAN hatte. Ja, gut, das stimmt. Und das haben sie halt auch seit dem Miner eigentlich ganz gut abstellen können. Und man muss dazu sagen, so ein bisschen der Kern, beziehungsweise vor allem halt auch Speedy, hat schon super viel auf LAN gespielt. Ja. Und auch mittlerweile Faven hat schon einiges mitgenommen, so Kito auch schon bei Attack damals. Also da ist noch ein bisschen was voraus. Autsch, ey, das hat weh gegen Stefan. Ja, oh, da hat sich Skrunk gut durchgeschummelt, ne? Also das ist halt mega gut. Trotzdem, die kommen hier nochmal in Genuss. Refrag kommt rein, Bomben ist down. Mantu wird rausgedrängt, der wurde gehört. Refrag kommt rein. Runde um 2 gegen 2. Noch ist die Bombe down, also wenn Slexer jetzt schnell hinterherkommt, dann könnte er ihn dann noch abfangen, aber wird erstmal nicht passieren. Wird jetzt sogar noch abgesmoked. Skrunk hat ja jetzt aber zwei Angle zu halten. Ah, schwierig. Wenn man das jetzt vielleicht gut timed, dann wird Skrunk rausgenommen. Oh, das ist ein bisschen eigentlich schlechtes Timing, aber Slex mit dem Frag. Und jetzt JDC komplett allein mit 11 HP. Sogar nur 10. Ist krass, ne? 10. Ja, ein HP weniger, oder? Der macht, glaube ich, auch nicht mal aus. Da wurde gesehen. Genau. Und dann wird er rausgenommen. Kitsching! Man muss aber auch dazu sagen, Expert hat beide Pistol Rounds gewonnen. Und wenn man jetzt bei Attacks hier jetzt weiter gewinnt, dann ist das gar nicht so eine gute Ausbeute für Expert. Nee, also muss man schon sagen, wie gesagt, das ist halt dieses, was ich meine mit Grinden, dass man sich halt richtig, in die Partie wieder und wieder und wieder versucht reinzuholen. Und das sieht bisher bei Attacks eigentlich ganz gut aus. Klar, sie gehen mit ein paar Runden ab, die hätten sie auch holen können, aber trotzdem halten sie Expert hier gut
in der Schlinge. Und dadurch kann Attex natürlich auch weiter in der Partie bleiben. Trotz verlorener Pistol Round. Ja. Ich finde dieses Grind ist so ein perfektes Wort, um das zu beschreiben, ne? Ja, es ist halt echt ein Grind. Selten so on point ein Wort. Ja, bin ich bei dir. Wie viele Fracks wir heute auch schon da in diesem Door Room gesehen haben, durch die Smoke, ne? Mhm. So, sehr schön von Dude gemacht. Also da wird aufgepasst und Slacks steht bereit. Es könnte für Attex die nächste Runde werden. Schön gemacht von der AWP. Aber da passt Krank auf. Und Reflect kommt trotzdem rein. Und da ist die Bombe down. Das ist nur JDC. Jo, und der ist in der Pommes. Der hat sich eigentlich um A gekümmert, beziehungsweise um die Tür. Und da sollte Cressy einen einfachen Kill bekommen, wenn er da super vorsichtig vorgeht. Jo, und das war's. Also Runde vorbei. Da macht er gar nichts mehr. Und das war's. Damit geht die Runde an die Jungs von Attex. 8 zu 11. Attex. So, damit Expert weiterhin unter Druck. Und wir sehen, Expert ist hier erstmal in der Eco. Da geht es einfach nur schnell an der Tür raus. So, JDC versucht nochmal das Chaos auszunutzen. Kann den Rückgreif halten, die bekommen sogar zwei Kills. Oh. Dritten hinterher, 2 gegen 2 Situation. Oh, was ein guter Laufweg und wie gut er da abstaubt am Ende. Aber sie stehen bereit in der Main, die Granate ist super. JDC hat aber eine Waffe bekommen, trotzdem zwei Leute vor sich und ein Duell muss er eingehen. Am besten das gegen Stefan, Flashbang kommt rein. Oh, knappe Kiste. Hätte er einen Kevlar gehabt, ne? Ich glaube, er hätte den Spirit Transfer geschafft. Ja. Ah, da wird er sich ärgern. Aber das ist eine sehr fahrlässige Runde von Attex. Sehr viel Damage bekommen. Oh ja, da hatten sie keinen Fokus auf den Spieler, der über die Main kam. Der war der... Ja, über Main kam. Der, war der Taktgeber. Also der hat halt wirklich gerade den meisten Schaden gesetzt und konnte halt wunderbar gegen die Pistols, die da vorgearbeitet haben, dann abstauben am Ende. Aber trotzdem, die Runde ist teuer und das ist das Wichtige für Expert, weil dadurch bleibt das Geld bei Attex knapp. Jetzt hat man hier auch diesmal keine AWP auf Seiten von Expert. Nur eine Krieg. Und man steht da direkt vor Secret, aber man geht nicht runter, hat da noch keinen Contact. Also man geht runter, aber man hat keinen Contact. Jetzt Lex mit dem ersten Frag. Steht da sehr passiv. Und da wird wahrscheinlich die Rotation aber ein bisschen lange dauern bei Attex, weil Lex da komplett alleine ist. Ja, er muss jetzt halt auf die Tür aufpassen, will hier nochmal re-peaken. Ja, das ist ein bisschen viel vielleicht. Aber jetzt bekommt er da Hilfe und Chrissy geht wahrscheinlich... Nee, der geht ausschließen, der geht gar nicht runter. So, jetzt sind wir bei Slacks. Er wird zurückgedrängt, hat hier natürlich einen guten Winkel. Cressy holt den ersten, damit kann Slacks nochmal nachschlagen und er will noch mehr. Ist aber jetzt zumindest mit der Antwort da. Aber trotzdem, Cressy und Slacks machen hier einfach zu viel Schaden und damit sind sie wieder im Nachteil. So, Flashbang kommt rein und Andy versucht nochmal irgendwas abzukatten, was hier runterspringt und das Timing ist perfekt. Einfach nur perfekt. Trotzdem, er ist alleine, hat noch 21 HP und da steht Dude bereit. Also, nice try. Am Ende reicht die Zeit nicht, am Ende reichen die HP nicht, am Ende reichen die Bandstärke nicht, am Ende reicht gar nichts, dass Expert die Runde holen kann. Und damit geht Attex auf 10. Ich finde es auch echt, eigentlich ist die AWP, finde ich, auf dem B-Spot fast unten ein bisschen OP, ne? Ja. Weil da hast du echt diese, ein bisschen wie auf Inferno, auf Lang als auf dem A-Spot, dass du wirklich immer diesen Angle nehmen kannst, du machst einen Frag, fällst zurück. Ja. Und dafür sind die Wege eigentlich fast perfekt, vielleicht ein Ticken zu kurz, aber mit gutem Timing und schnellen Reaktionen kann man es trotzdem eigentlich perfekt machen. Ja. Und da hat man es eben auch gerade schon wieder gesehen bei Slacks, wie effektiv auch unten die AWP sein kann. Mhm. Ja, besonders halt auch schnell zügig wieder an dieser Tür pieken kannst. Ja, das ist halt mega gut. So, aber es soll auf den Spot drauf gehen. Zack, da kann man jetzt überzeugen. Kriegt einen noch am Fenster hinterher. Wieder der Refrag von Andy. Und da hält Cressy dagegen. Super gespielt von ihm. Plus Backup von Slacks. Bricht nichts an. Trotzdem wieder viel Schaden.
Bombe kriegt man aber hier noch nicht auf dem Spot gelegt. Trotzdem, wir stehen zu dritt bereit an der Rampe. Also wenn es hart auf hart kommt, dann geht es ja einfach nach vorne. Jo, und dann geht es einfach nur knallhart auf Retrack. Was ein Zugriff, ne? Das sind wir 4K, Alter. Oh, ja, ja, ja. 11 zu 11. Da wurde wirklich Zugriff gebrüllt, ey. Hauptsache der Refrag sitzt gegen die Pistolen. Und damit die nächste Runde. Für das weg, die Maus Linden. So, die Frage ist, was ist jetzt hier die Antwort? Was kann das Team rund von Expert jetzt entgegenwerfen? Edex, wie gesagt, die kämpfen sich einfach von Anfang an diese Partie rein. Ja, die Frage ist, wie weit reicht das am Ende? Kann Expert jetzt den heiligen Gral finden, der sie zum Sieg trägt? Oder ist Etex hier mit der Verteidigung dieses Grals beschäftigt? Bisher sieht so aus, als können sie genau auf diesem Trip weiter spielen. Stefan verteidigt hier unten jetzt gut, auch von hier unten kann man sehr gut spielen. Mit dem dritten, oh, kriegt beinahe noch Andy, aber er ist schnell genug. Und der wird jetzt natürlich komplett verhungern. Springt da ein bisschen fröhlich umher, aber weiß, jederzeit können die von überall Zugriff machen, verschießt gegen Mantu. Und Andy mit dem Frag gegen seinen Ex-Mate. Ja, das war's. Also, es gibt eine taktische Pause, so wie es aussieht. Spät. Sehr spät. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ist im deutschen Bereich ja manchmal gang und gäbe, ne? Oha, jetzt wird's aber... Aber korrekt. Ja, es werden halt nicht, es werden halt echt nicht viele taktische Pausen im deutschen Bereich gezogen. Also ich finde das immer sehr schade, weil man eigentlich diese taktische Pause super nutzen kann, um sich neu zu finden oder zumindest irgendwie mal kurz drüber zu reden, was man falsch gemacht hat oder zumindest ja, zumindest Ruhe reinbringen kann, das Spiel. Naja, wir gucken mal, wie viel Utility Damage bisher gemacht wurde. Bei Expert gar nichts und bei Attacks. Doch, okay, aber Granaten sind hier nicht das Ding. So, Atex macht jetzt den Schaden. Also sie rennen wieder raus, versuchen ihre Granaten zu nutzen. So, das sieht gut aus. Man bricht hier durch, ist aber nur noch Skrunk. Also sie laufen wieder gegen eine Wand. 13 zu 11. Und das war's. Runde vorbei. Und damit Atex wieder auf Erfolgskurs. Wieder am Absetzen. Tja. Also, Attex behält hier erstmal die Überhand. So, und damit geht es weiter. Über den Außenbereich, Skrunk mit Flashbang, Smoke-Kombination nach vorne. Attex auf der anderen Seite blockt den Bereich oben in den hohen Norden ab. In den hohen Norden. Und dafür kriegt Expert erstmal Spielanteile im Süden. Das hast du schon gesagt. So. Die Mauer will man erklimmen im hohen Norden, cool. Aber da passt Breed auf. Oh, die steht sich eben. Oh, Slacks kriegt den Frag. Oh, wie kriegt er denn zwei? Nee. Und den dritten auch noch. Oh, da wird aber sehr viel Weitwurf betrieben. Aber überragend gemacht von Slacks. Ey, der ist ja eiskalt, der Junge. Oh, sehr stark gecheckt, aber am Ende ist es Cressy mit dem Refrag und das ist wichtig, ey. Das ist wichtig. Schön, dass Skrunk die Ecke checkt. Ist nur noch Andy. Hans Lex halt eben mit dem 3K. So, und damit ist nur noch Andy. Wo will er hin? Die Bombe muss gepickt werden. Da steht Slax bereit. Den setzt er. Sucht den zweiten. Die Granate hat er gesehen. Die sitzt sogar noch mal ganz gut, weil Andy ist jetzt One-Shot-Potenzial. Achso, er hat sowieso keinen Helm. Okay, ich habe nichts gesagt. Ach, Glück. Okay. 30 Sekunden. Vor allem ist man bei Attack sogar noch im A-Spot und jetzt hört man Andy trampeln. Ja, und der klettert in sein Verderben. Ja,
Da wurde er in die Hölle gezogen, ne? Na, er ist einfach in der Hölle gestorben. Mhm. Schade für ihn. Also, Fritz am Eskalieren. Ja, Fritz Dietrich, ja. Der junge Herr. Irgendwann reden wir alle Spieler nur noch mit Vornamen an. Das wäre überragend. So, JDC nenne ich dann nur Johnny De Castro. Ich habe wieder Jo Danke Coach heißt er. Was, Jo Danke Coach? Ja. Ist auch nicht schlecht. So, hier läuft man wieder gegen eine Wand. 2 gegen 2 Situation. Trotzdem nochmal eine kleine, aber feine Antwort. Nee, aber hier ist eine 1 gegen 1. So, Stefan, jetzt seit dem harten Duell. Sucht das Köpfchen, sucht das Duell und gewinnt es am Ende. Also Runde vorbei, 15 zu 11. Bricht sich noch die Beine. Und dann ist es vorbei. Warte, jetzt gehen wir mal durch. Fritz, Dustin, oder? Ja. Cressy hieß Marco. Marco, Stefan heißt, wie heißt er denn? Stefan, ne? Ich glaube Stefan. Ja. So, Mantu war, wie hieß Mantu? Ich will irgendwas mit Matuschek sagen, aber das ist zu lang. Ja. Das wird doch kurz rein recherchiert. Okay, dann fange ich schon mal auf der anderen Seite an. Chris K. heißt Chris. Oh. Andi heißt Andi. Wie heißt Preet? Vielleicht weiß das jemand im Chat. Und JDC heißt ja Jo Danke Coach, das haben wir schon abgeklärt. Und Skrunk heißt Robin, ne? Ja. Mantu heißt Matusch. Matusch? Ich glaube, das spricht man so aus. Okay, wir werden ihn nochmal fragen. Oder ich werde nachfragen. Naja, das wär's irgendwann, wenn wir alle Spieler noch mit Namen aufsagen. Wäre ja voll höflich, oder? Wäre mega so. Höflich. Oder wir machen es einfach mit Herr. Ja, mit Nachnamen. Ja, richtig. Wie beim Fußball, ne? Stimmt, ja, genau so. Nur halt das Herr immer davor. Ja. Herr Dietrich ist jetzt, glaube ich, Secret unterwegs. Okay, da hört's aber auch auf. Genau. So, also, es geht für Attex in die finale Runde. Können sie hier mit 2 zu 0 am Ende drüber fahren? Das wäre natürlich was wert. Expert schießt sie gut gegen und sie machen es nochmal. Sie können es immer noch auf ihre Seite ziehen, um nochmal in die Overtime zu bringen. So, jetzt liegt es an Mr. Stefan wieder. Mr. Stefan, der will jetzt wenigstens noch ein bisschen Damage machen. So, der könnte auch noch die Runde holen mit etwas Glück, weil die Granate kam geil rein. So. Skrunk auf 7 HP. Wenn er Chris K. da findet, dann wäre es ideal. Muss Skrunk einmal anlocken, aber das Refrag-Potenzial wäre halt einfach bei Expert gewesen. Deswegen zieht er sich jetzt zurück. Weil so viel Geld hat man bei Cressy und Dude auch nicht. Bei Marco und Dustin. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Uno, gerne los. So, ich glaube, wir haben gerade unsere Antworten bekommen. So. Christopher, Chris und Cutie. Hä, wer ist Cutie? Ja, ich hab ja Preet ist Cutie, heißt er mit Vornamen. Ah ja, herrlich. Danke an Eule. Ja. So, und wir haben auch eine Antwort bekommen von Skars. Matusch. The Matusch. Nee, Matusch. 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 Okay, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt natürlich in die nächste Runde. Also Stefan, der Einzige, der den Rifle durchgebracht hat, der Rest, der spart fleißig. Und die Diegel in den Händen von Mantu ist natürlich nie verkehrt. So, Andi kann den ersten rausholen. Nochmal der Headshot von Slex an der Diegel. 3 gegen 3 Situation. Mantu lebt immer noch. Und der Mann ist saugefährlich, aber kilometerweit erstmal von der Gefahr entfernt. Dude konnte auch noch einen ganz guten Winkel da halten und Cressy hat auch super Informationen. Sie kommen aber schon den Genuss, einen Spieler durchzuschicken. Skrunk geht nur auf Informationen zu und dann wieder zurück. Es ist gefährlich, sowas darf man nie unterschätzen. Die Pistole, ein Headshot und du kannst halt in arge Probleme kommen. Ja, so schnell kann man gar nicht gucken. Da liegt man schon wieder auf dem Boden auf einmal. Aber man spielt das sehr sicher runter bei Expert. Bleibt dann noch ein bisschen in Richtung Outside, um halt einfach die langen Duelle nehmen zu können. Aber jetzt schaltet sich Mantu auch ein. Direkt meinen ersten Shot gesetzt, aber
ins Nichts geführt bisher. Jo, und der will natürlich eigentlich auch gern Outside, um die Waffen einzusammeln. Bei Expert wirft man sie nämlich auch nicht weg. Jo, aber da kommt man raus. Das ist auch das Go-Sign für den A-Spot. Da steht jetzt nur noch Dustin mit der USP. Und der wird auch rausgenommen. Ja, das ist cool. Irgendwann werden sie nur noch höflichst ansprechen mit Vornamen. Ja. Ich hatte das ja mal 3 Runden lang gemacht und habe, weil unten die Namen von allen Spielern angezeigt wurden, bei, ich glaube bei E-League oder so, habe ich mal 3 Runden mit Namen gecastet. Also mit vollen Namen? Mit oder? Vollem Namen. Oha. Einfach. Mit Nickname auch? Nee, ohne Nickname. Okay, nur den Namen. Nur den, nee, das geht ein bisschen zu lang. Ja. Aber so mit Namen habe ich es mal versucht, hört sich extrem edel an. Es ist die nächste schon Runde. Wieder dadurch. Eieiei. Es ist die nächste Runde für Attex. 4 gegen 4 Situation, schnelles Tempo an der Tür wird aufgebaut und Attex natürlich jetzt im Zugzwang. Wir dürfen nicht vergessen, das hat schon wieder Overtime-Potenzial, weil wenn Attex hier die Runde verliert, hätten sie kein Geld und müssten es auf in der wirklich allerletzten Runde nochmal versuchen. Aber eigentlich mit gar nichts. Das dürfen wir nicht vergessen, weil viel Loser-Bonus ist nicht drin. Mit gar nichts. Ah, Cressy sogar mit der XM hier unterwegs. Der Vorteil ist vielleicht nur, dass sie ganz gute Equipment haben und eine 4 gegen 4. Es geht auf Contact für Expert nach vorne. Boah, und Cressy könnte jetzt richtig tödlich werden. Oh, der kann Stefan erstmal, kann da tödlich werden. Das Timing perfekt mit Cressy und Stefan. Einen kriegt er noch raus. Das ist der Vorteil. Das ist so ein guter Vorteil. Mantu hält den Winkel weiter. Und ich glaube, das könnte die Entscheidung sein, wenn Andy nicht hier an der AWP komplett rasiert. Oh nein, er kommt nochmal runter. Oh, aber er verkneift sich das. Ah, Stefan spielt einfach so cool runter. Es wäre zu geizig gewesen, wäre nachgesprungen. Aber das ist dann in der letzten Runde vielleicht doch ein bisschen zu greedy. Ja. Wenn es dann hier der Sieg sein sollte. Sie gehen einfach jetzt gemeinsam vor. Das ist auch die Coolness, die natürlich ein Attex an den Tag legt. Ja, und damit ist es nur noch an. Die Refrag muss reinkommen. Oh. Kann Stefan hier zur Legende werden. 27 HP. Ah, holt's gut raus, Mann. Ey, wie knapp das am Ende nochmal war, ne? 16 zu 13. Also Attex grindet sich hier elegant in die Partie rein und gewinnt das Ding meiner Meinung nach am Ende auch verdient, ne?